Hi, wir sind Tina und Dirk. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben keinen Strom mehr. Ich denke, das ist fein für die Nacht. Es ist super schön hier. Ich sag mal so, man merkt immer noch, dass Wochenende ist. Ja, einfach nicht vorbereitet. So schön der Stellplatz hier auch ist, wir müssen ihn jetzt leider verlassen, weil wir haben keinen Strom mehr. Wir stehen ja so ziemlich komplett im Schatten und haben gestern beide an unseren Laptops gearbeitet, was ja super viel Strom zieht. Und im Schatten kann unsere Solaranlage natürlich keinen neuen Strom produzieren. Was auch schon in den letzten Tagen so war beim Store Mosse Nationalpark, da war der Stellplatz so ungefähr die Hälfte des Tages in meinem Schatten. Und das bedeutet, unsere Batterien sind leer. Sie sind sogar sehr leer und müssen unbedingt geladen werden. Wir hätten sogar ein mobiles Solarpanel inzwischen an Bord. Das haben wir ganz, ganz neu. Aber das haben wir noch nicht geschafft einzubauen. Und ja, jetzt ist einfach zu spät dafür. Wir wollen jetzt nicht noch irgendwie eine Stunde rumwerkeln, sondern wir fahren jetzt los, suchen uns ein sonniges Plätzchen. Wir werden ja dann auch während der Fahrt direkt durch die Lichtmaschine die Batterien laden. Haben wir einfach nicht aufgepasst. Blöd. Wir arbeiten mal wieder an einem neuen Video. So sieht das dann nicht aus. Obwohl draußen die Sonne scheint. Und da ein Strand ist. Sitzen wir hier drin und arbeiten für euch. Das Video ist online. Yay! Wir fahren jetzt also weiter. Als nächstes geht es in den Tibet-Nationalpark. Bin sehr gespannt. Und es ist immer noch super heiß. Ja, nach ein paar Kilometern Fahrt durch den Wald sind wir jetzt hier angekommen. Hier ist ein kleiner See, hier der Parkplatz dazu. Ich denke, das ist fein für die Nacht. Hier sind wir schön nah am Nationalparkeingang, sind nur ein paar Minuten von hier, damit wir morgen Vormittag direkt loslaufen können. Sieht
Ein neuer Tag, eine neue Wanderung in einem neuen Nationalpark. Heute gehen wir nur ein paar Kilometer, nicht gleich wieder 12, so wie beim letzten Mal in Store Mosse. Jetzt sind wir im Tivedens Nationalpark. Ja, und schauen wir mal, wie der so wird. Guck mal hier runter. Ich find's voll schön hier. Das ist super schön hier. Also ich klinge jetzt überrascht, aber ist cool. Ja, und passt da rein. Also hier da rein. Ja, dafür, dass Wochenende ist und der Parkplatz relativ voll ist, sind wir hier so ziemlich unter uns. Ich höre nur das Rauschen des Windes in den Bäumen. Und es wäre schön, wenn er ein bisschen mehr hier hinkäme, weil es sind 30 Grad. Das könnte der Grund sein, warum wir nicht so weit laufen heute. I've been told that time will heal all our wounds and our sorrows too. No more clouds. No more rain, I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. Bam! Du bist so stark, ne? Die dicken Felsen, die hier zu sehen sind, wurden hier vor tausenden von Jahren durch Gletschereis hertransportiert und haben sich dann abgelagert, als das Eis langsam zu schmelzen begann. Turn around.
Na, wie war das? Sehr schön. Sehr schön? Ja. Das war ja auch. Jetzt abkühlen. Ja, jetzt sind wir einfach gerade ein paar Minuten hier am riesigen Vetternsee entlang gefahren und war schon so ein bisschen, es ist Wochenende, ist wahrscheinlich schwierig, einen Stellplatz zu finden. Ja, aber dann haben wir den hier gefunden und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, gegen das Licht, da unten ist das Wasser. Wir stehen hier in den Bäumen, in dem kleinen Wald. Richtig, richtig cool. Also hier ist zwar eine kleine Schotterpiste, aber ja, wir sind jetzt 10 Minuten hier, noch ist hier keiner vorbeigefahren und sieht auch nicht so aus, als würden hier häufig Autos vorbeifahren. Von daher sehr, sehr cool. Also ich glaube, hier bleiben wir jetzt erstmal. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Wir sind wieder unterwegs. Wir sind gerade auf dem Weg zur Ostküste. Da wollen wir uns ein paar von den Schereninseln angucken. Und zwar haben wir uns jetzt den Stendørens Nationalpark ausgesucht. Mal sehen, wie das so wird. Hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Sag mal so, man merkt immer noch, dass Wochenende ist. We played hide and seek for hours, raced our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me. Take me back, all the way back to the day. Smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer. Ja, ich sag mal so, es wäre sinnvoll gewesen, wenn wir unsere Schwimmsachen eingepackt hätten. Jetzt haben wir schon Rucksäcke dabei und ja, einfach nicht vorbereitet. In a gown and a crown. Thank you.
Ja, nach dem schönen kleinen Spaziergang im Stendörrens Naturreservat haben wir den Parkplatz davon gerade noch ein bisschen genutzt, um zu arbeiten, eure vielen lieben Kommentare unterm letzten Video zu beantworten, ein paar Mails zu schreiben. Ich habe dann noch Formel 1 geguckt, das ist auch was, was ich gerne mache an einem Sonntag. Und dann sind wir jetzt hier weitergefahren, haben tatsächlich mal wieder einfach Park for Night geguckt, ob ein Schlafplatz in der Nähe markiert ist. Dieser hier ist markiert, zwar als Offroad-Platz und nur 4x4. Ja, ist einfach ein Waldweg hier, konnten wir ganz entspannt hinfahren, überhaupt gar kein Problem. Und ja, hier ist einfach eine Lichtung im Wald, wo offensichtlich ja, vor längerer Zeit schon mal abgeholzt wurde. Kleiner Weg, der scheinbar nicht so häufig befahren wird, und hier werden wir jetzt übernachten. Und die Sonne scheint noch, wir haben irgendwie 7:30, das ist die Sonne hier ja noch hoch am Himmel. Es geht immer, ja, ich glaube erst um 11 inzwischen, oder? Schön ist das. Oh, und morgen, da wollen wir da tatsächlich mal so ein bisschen richtig Strecke machen. Wir wollen an Stockholm vorbeifahren. Da waren Tina und ich nämlich vor ein paar Jahren schon mal. Und ja, es macht nicht einfach so richtig Sinn, jetzt mit dem Van da nochmal hinzufahren. Deswegen ja, fahren wir an der schwedischen Hauptstadt vorbei und wollen wahrscheinlich als nächstes nach Uppsala fahren. Ich weiß gar nicht genau, wie weit das ist. Aber ich denke, ja, morgen werden wir mal einen Fahrtag einlegen. Ja, und hier schon wieder. Ich weiß nicht, von wem das ist. Aber hier ist einfach eine Feuerstelle mit frischem Brennholz. Strange. Cool. Strange. Und jetzt sind wir hier. Unseren Besuch in Uppsala und diesen Stellplatz hier seht ihr allerdings erst in der nächsten Folge. Und in einem der nächsten Videos werden wir euch dann bei Gelegenheit auch nochmal unsere mobile Solaranlage etwas genauer zeigen, die wir inzwischen installiert haben. Und ja, seitdem können wir auch längere Zeit entspannt im Schatten stehen. Aber das, wie gesagt, erst in einer der nächsten Folgen. Ja, bis dahin auf jeden Fall vielen Dank für eure Unterstützung, für das Gucken der Videos, für alle eure lieben Kommentare und Nachrichten, sowohl hier als auch bei Instagram. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis dahin, viele liebe Grüße aus Schweden und bis zum nächsten Mal.